APZ persönlich. Ja, was hast du jetzt da noch zum Unterschreiben? Ach, diese Beurteilung, ja. Okay. Hallo, guten Morgen. Hallo, morgen. Ja, Klaus, schön, dass du dir Zeit für unseren Spaziergang nimmst. Ich hoffe, das passt gerade bei dir rein. Ja, es passt super. Ja, gut. Dann können wir gleich nach unten gehen und gehen ein paar Meter zusammen. Super, okay, danke. Super. Ciao. Tschüss. Ja, jetzt sind wir hier vorm Eingang des RPZ. 20 Jahre warst du hier Direktor. Was sind denn so Highlights, auf die du in diesen 20 Jahren zurückblickst? Was mir sofort einfällt, ist mein 50. Geburtstag. Das ist natürlich schon einige Jahre her. Und da hat das Kollegium und die Hauswirtschaft haben da eine super tolle Überraschung für mich vorbereitet. Alles geheim, ich habe von nichts was mitgekriegt. Und als Highlight habe ich eine Skulptur von Walter Green geschenkt bekommen. Also fantastisch. Was mir noch gleich einfällt, ist, wir hatten mal eine Studienwoche in Südtirol und da konnte ich arrangieren, dass wir ein Gespräch hatten mit Reinhold Messner in seinem Museum in Bozen. Das war toll. Und insgesamt alles, was mit Kunst zu tun hat und besonders die neue Gestaltung der Abtskapelle. Ja, also sehr intensive und bewegende Jahre. Was fällt dir denn jetzt so an diesem Punkt ganz besonders schwer zurückzulassen? Die geistige und geistliche Gemeinschaft vom gesamten Kollegium, Hauswirtschaft, Verwaltung, das fällt mir schwer zurückzulassen. Dann diese schönen Feiern mit den Köstlichkeiten aus der Küche, aber auch das gesamte Kollegium und die Anerkennung, die ich da auch hatte, wenn es geheißen hat, wir haben einen guten Chef, wir arbeiten hier gerne. Und gibt es auch so Hand aufs Herz einen Punkt, wo du sagst, das fällt mir auch gar nicht schwer zurückzulassen. Ja, diese ganzen Zwänge mit Reduzierungen und Einsparungen und Vorsteuerungen und runterfahren und am liebsten komplett neu ausrichten, das lasse ich gern meinem Nachfolger zurück. Dann schauen wir noch ein paar Meter weiter. Ja, jetzt warst du ja hier nicht nur in Heilsbronn beruflich tätig, sondern du bist Heilsbronner hier aufgewachsen. Was bedeutet es denn für dich, Heilsbronner zu sein? Also es ist für mich schon Heimat. Meine Familie lebt hier. Ich gehe gern weg, aber ich komme sehr, sehr gern auch immer wieder zurück. Und für mich war es schon hilfreich, dass ich sehr viele Leute hier kenne, für so manche Projekte. Ich bin mit dem Bürgermeister und mit einem großen Teil der Stadträte schon in der Jugend zusammen gewesen. Und das hat immer Vertraulichkeit sofort zum Folge gehabt. Du hast Heimat angesprochen, das ist ja auch ein ganz bestimmtes Gefühl, auch des Entspannens beinhaltet. Gibt es für dich auch andere Orte, an denen du gut abschalten und entspannen kannst? Also ein anderer Ort ist für mich das Meer. Und da liebe ich es, früh um 8 Uhr in den Sonnenaufgang zu schwimmen. Bevorzugt natürlich in Teneriffa, wo ein Teil meiner Familie lebt und wir immer nach Weihnachten auch dort sind. Vielleicht in Zukunft öfters. Jetzt hast du auch nicht nur dein privates, sondern auch dein berufliches Leben viel in Heilsbronn verbracht als Leiter des RPZ. Was wäre denn aus dir geworden, wenn du kein Pfarrer geworden wärst, wenn du nicht diese Laufbahn eingeschlagen hättest? Also wahrscheinlich wäre ich hier im Wald gelandet. Eine meiner Alternativen war Forstwirtschaft und dann Förster zu werden. Wahrscheinlich ein bisschen romantisches Verständnis von einem Förster. Ich denke mal, das meiste wird mittlerweile auch in Behörden und Büros sein. Und du hast es auch schon angedeutet, dass jetzt sowas wie ein Flug nach Teneriffa und der Urlaub dort jetzt nicht mehr nur nach Weihnachten möglich ist, sondern jetzt dann auch ab 1. August, wenn du deinen Urlaub antrittst und in den Ruhestand gehst, auf was freust du dich denn ab dem 1. August? Was wirst du dann machen? Also ich freue mich sehr, mehr Zeit zu haben für meinen Enkel Samuel. Und der bekommt im September ein Schwesterlein und wird dann auch in der Krippe stundenweise sein. Und da werde ich mich schon am Anfang sehr intensiv drum kümmern,
bis das alles so richtig strukturiert ist mit dem zweiten Kind. Das ist das, worauf ich mich sehr freue. Ich freue mich aber drauf, wir haben ein Wohnmobil, einfach so dann in irgendwelche Städte mal zu fahren oder in Europa irgendwelche Landschaften und Orte zu erkunden. Ja, dann vielen Dank für diesen Spaziergang, für das Gespräch. Jetzt in unserer Rubrik RPZ persönlich war das für mich ein tolles Erlebnis, jetzt zum Ende auch deiner Dienstzeit, unserer gemeinsamen Zeit am RPZ, nochmal diese Zeit für das Gespräch hier zu haben und auch an Orte geführt zu werden von dir, die für dich auch Heilsbronn besonders machen. Ja, vielen Dank. Thank you.